So Leute, Part Nummer 33. Das Duell also um die Meisterschaft steht an. Wenn wir es schaffen, gegen Torschau zu gewinnen, dann soll es das gewesen sein. Die sind natürlich nicht so schlecht drauf. Also da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. David Blaschkowski fällt leider noch ein Spiel aus. Mirko Vucinic so und so noch zwei, drei Partien. Das heißt, wir sind da schon ziemlich angeschlagen, aber hilft alles nichts. Ich werde gleich versuchen, ob wir Thabo Moloi abgeben können. Für den Sommer gleich mal. Denke mir nämlich, dass wir bekommen da ja einen jungen Österreicher auf der rechten Seite. Und da können wir uns schon früh genug drum kümmern, würde ich mal sagen. Da haben wir ein Angebot aus Algerien. Österreich würde auch gehen zumindest. Nee. Ja, die ganzen anderen Ligen sind da eindeutig zu stark. Genau, Dynamo Kiew. Wieso ist Algerien eigentlich aktiv da? Egal, ich freue mich mal drüber. So, Duell also um den Meistertitel. Jetzt werden wir nur noch schauen, da wir eh zu Hause spielen. Mario und Moritz haben beide ihre Verträge verlängert. Da wir eh zu Hause spielen, 10.000 Leute werden erwartet, werde ich nochmal... Da geht doch irgendwie sowas, damit mehr Zuschauer ins Stadion kommen. Appell an die Fans und zusätzliche Freikarten fürs nächste Spiel gehen wir nochmal 1.000 raus. Thabo Moloi wechselt. Sehr gut. Der hat ein mordsmäßiges Gehalt, 75.000 bekommt er. Und der neue, junge Österreicher, der dann kommen wird, der hat ein definitiv niedrigeres Gehalt. 75.000 hat Moloi und weiß nicht, was wir ihm geboten haben, Silvio Eichhorn. Aber das ist dann schon ganz in Ordnung. Also hier zwei sehr interessante Neuzugänge dann im Sommer. Den Mark McChill könnte man theoretisch verleihen, da müssen wir dann schauen, wie wir das wirklich machen. So talentiert ist er anscheinend nicht. Also da gehe ich schon lieber mit Blaschkowski, Liebmann und Benny Weber in die Saison. Aber gerade dadurch, dass er ablösefrei ist, das Traden habe ich ja schon angesprochen. Gut, schauen wir mal, wie es wird. Ebros gegen Torschan kämpft um jeden Ball. Wie immer langweilig meine Ansprachen. Im Football Manager sind die halt etwas lustiger. Mal schauen, ob es uns gelingt, dass wir den Meistertitel jetzt fixieren. Cool wäre es natürlich ausgerechnet gegen den Tabellenzweiten. Zu Hause vor sicherlich ziemlich gut besuchtem Haus. 10.000 Mann sind da. Da ist das 1-0. Marcel. Ausgezeichnet. 9. Saisontor. Du wirst noch unser bester Torschütze. Wenn du so weitermachst, wirst du den Mirko Vucinic auch noch einholen. Und Erik Poller nutzt die Verwirrung. 2-0. Starke Aktion. Sehr souverän. Der Nationalspieler verwendet. Ausgezeichnet 10. Saisontor. Jetzt hast du Mirko eingeholt. Gratuliere. Absolut coole Sache. Ah, schade dann. Und das ist ja bitter, Christian, was machst du? Faustest den Ball genau auf den Bauch von Moritz Brettschneider. Mats Lauritsen, sein 16. Saisontor, der hat da überhaupt keine Probleme anscheinend. So, Steffen, dafür Jesus passt er dieses Mal rein. Beim 3-1 riskiere ich das jetzt mal. Wir gehen auf Konter, weil Torschon jetzt sicherlich ordentlich angreifen wird. So, Lehofer für... Nein, das wollte ich nicht. Muss man halt so machen. Erik Poller holt eine Ecke raus. Sehr gut, Erik. Keine schlechte Aktion.
Marcel trifft dann nur den Pfosten, beinahe das nächste Tor von ihm. Marcel, bist du überhaupt noch aktiv in der Community? Bin nicht ganz sicher, Kommentare habe ich schon länger nicht mehr gesehen von dir. Oder bist du eher der Ruhigere? Bin mir da nicht ganz so sicher. Wäre auf jeden Fall schade, wenn du nicht mehr da wärst. Aber auf jeden Fall mal danke an diejenigen, die hier den Kanal so die Treue halten. Das sind doch einige. Und das zu Recht Schlusspfiff. Damit müssten wir theoretisch Meister sein. So ist es. Meistertitel vorzeitig gesichert. Herzlichen Glückwunsch. Das gebe ich natürlich gleich an euch weiter. Grandios gespielt und damit ja, verdient der Meistertitel. Jetzt haben wir noch 4 Partien. Was ganz ordentlich ist. Und hier haben wir dann am 29. das nächste Spiel mit Polen. Das freue ich mich natürlich auch schon wieder. Ich finde das echt ganz lustig, muss ich sagen. So, Erster gegen Zehnter. Das sollte eine ganz angenehme Partie jetzt werden. Erster Meistertitel, also das ist richtig cool. So, für eine Freizeitmannschaft 1000 Euro finanziere ich doch glatt. Dennis I. ist durch die Vertragssituation unzufrieden. Dennis, ich habe versucht, dich zu verlängern, also... Da kannst du noch so unzufrieden sein. Jetzt klappt's, ausgezeichnet. Also, du spielst auch mal in der ersten Mannschaft. Viel mehr kann ich dir aktuell leider nicht versprechen. Vom Gehalt her nimmst du da halt ziemliche Einbußen. Jetzt an, aber... Ja, geht leider nicht anders. Michi Borg. Da ist anscheinend schon jemand dran an ihm. Kann man nur hoffen, dass das trotzdem klappt. So, David Blaszkowski ist wieder da. Und Christian Liebmann verleihen nächstes Jahr wäre auch gar nicht so blöd. Und mit dem Benny Weber als zweiten Tormann in die Saison gehen. Christian hätte nämlich durchaus Potenzial mit seinen 19 Jahren erst. Und wäre cool, wenn er da irgendwo Stammspieler ist. Müssen wir uns überlegen. So, Patrick Vollrath kommt dann wieder mit, sobald Michi Borg verlängert. Michi Borg können wir uns auch überlegen, ob man dich verleihen. Kannst natürlich gerne dazu kommentieren, ob du das möchtest oder auch nicht. Ja, mal sehen. So, beide die neue Verträge unterschrieben. Endlich. Danke, Jungs. Schön, dass ihr da bleibt. Freut mich auf jeden Fall sehr. So, Erster gegen Zehnter. Was ist hier los? Ah, genau. David Maleska ist jetzt schon wieder in der Jugendmannschaft. Ich werde ihn aber gleich wieder hochholen. Jetzt haben wir den 25. ja für 2 Wochen oder so. Der ist sogar in der B-Jugend. Ist ja Wahnsinn. Also wirklich stark. Aber wir haben hier einige vielversprechende Spieler. Immer noch ein 32er Innenverteidiger, noch ein 32er Stürmer und das alles in der B-Jugend. Diop hätte man noch einen Innenverteidiger. Nächste Saison für die zweite Mannschaft, aber sicherlich keine 11.000. 8.000 kann er haben. So, David Maleska, also für die nächsten 2 Wochen darfst du wieder mit vor. Gut, für die zweite Mannschaft machen wir noch ein Freundschaftsspiel hier. Damit die Jungs auch mal wieder spielen. Die sind natürlich alles andere als zufrieden, aber das ist eben das Problem mit der zweiten Mannschaft. Also ich will die, so schier das jetzt klingen mag, so gut es geht, ausmisten. Gut, was haben wir hier noch Neues? So, nichts Aufregendes. Also passt alles. Jetzt, wo ich es gerade gesehen habe, können wir wieder mal ins Scouting reinschauen. Ob es da irgendwelche wirklich jungen Spieler vielleicht gibt. Da haben wir jemanden aus der A-Jugend, der absolut talentiert ist. Also einen Spieler mit diesem Talent, das ist selten. Schauen wir mal, ob das klappt. Ein Nielsen. Mit 17 Jahren und dem Talent eben, das ist für die Färöerinseln wirklich selten. Wäre natürlich super, wenn wir den gleich verleihen. Am Lukas Binder kommt da zurzeit nicht vorbei, aber falls wir ihn bekommen, gleich ab Sommer verleihen, ist sicherlich eine ganz gute Idee.
So, Jesus Pastor, aber das bei Nielsen fügt sich den Ball da ganz, ganz sicher aus der Luft. So, Anton Ivanovic mit der Chance. Aber 2 bis 3 Meter drüber, war nicht so aufregend. Molloy, wenn er jetzt so und so wechselt, ich Idiot, kann ich den natürlich gleich unten lassen. Meister sind wir auch schon fix. Mario, du darfst dann also die letzten Spiele durchspielen. Ich hoffe, das freut dich dann auch. Mit Stärke 40 ist das ja absolut in Ordnung. Und den jungen Österreicher, den wir hier dann holen, der wäre natürlich auch für euch dann was. Also wenn es bei euch noch einen Zuschauer gibt, der keinen Spieler von mir bekommen hat, könnt ihr natürlich dazu kommentieren. Schenke ich euch gerne. Es wäre dann sogar ein Österreicher, Main. Das ist, glaube ich, wäre dann unser erster. Obwohl ja alle sehr österreichische oder deutsche Namen hat, aber gut. So. Ziemlich schleppende Partie, muss ich sagen. Echt ein bisschen mühsam. Erik Poller. Wahnsinn, Weltklasse-Tor, vor allem die Vorbereitung von Anton Ivanovic. So, wir werden jetzt noch die restlichen Wechsel machen. Der Steffen kommt wieder für Jesus Pastor rein und für Marcel kann Patrick rechts Mitte spielen. Na, no, das Thema hatten wir glaube ich schon. Ivanovic kann es ja auch nicht. Ist ja wurscht. Patrick auf rechts für Marcel. Patrick muss man auch mal wieder einsetzen. So, das machen wir gleich mal hier 2-0 noch. Anton Ivanovic macht es noch selbst nach Vorlage von Mario Griezmann auch sehr stark. Ausgezeichnet. So. Weiße Weste Saison. 12 Ligaspiele zu 0. Auch nicht schlecht. Wahnsinn. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. So, das machen wir jetzt wie angekündigt. Der Mario darf spielen. Molloy nach unten und Michi Borg nehmen wir mit. Molloy braucht da nicht noch Prämien abkassieren für die Spiele, die er macht oder zu 0 Spiele. Und in 7 Tagen, gerade ist es da kurz gestanden, in 7 Tagen kommt dann unser Mirko Vucinic wieder. So, jetzt kommen die Entscheidungen, was die Leihspieler angeht. Team Putzing, sie bieten 1600, wird abgelehnt. Flo Heising, Glück gehabt, da habe ich ja, wenn ihr euch erinnert, meine 1000 Euro Kaufoption, sie bieten aber nur 600. Also lehne ich auch ab, Flo, du kommst natürlich auch wieder zurück. Christian Wagner genauso, weil die Summe da mit 3800 schon heftig wird. Michi Spörk, sie bieten 41.000. Sicher nicht. Michi Spörk ist unbezahlbar. Und Simon Nielsen. Da läuft die Leihe aus. Der ist auch erst 17, auch ein LV. Wenn ich jetzt wüsste, ob wir den Jugendspieler bekommen. Nee, ich lehne auch ab. Solche Spieler vielleicht lieber noch ein Jahr. Diop kommt auch nächstes Jahr. Und dann werden wir vielleicht wieder ein bisschen aussortieren. In der zweiten Mannschaft. Reserve hat 1-0 verloren. So, die letzten 3 Partien, da geht es eh um nichts mehr. Wird nicht ganz so tragisch. Wie schaut es mit den Finanzen aus? Wir haben jetzt wieder 776.000, also haben wieder Gehalt bekommen und Spargel ist auch nicht so mies, ehrlich gesagt. Also ist jetzt gar nicht so schlimm. Privater Bereich, andere Anlagen, Gold sind wir bei 6% Verlust nach wie vor. Irgendwelche Anlagen werde ich dann wieder machen. Ich sehe da halt keinen Wert gerade, das macht mir ein bisschen stutzig. Ich kaufe da einfach mal 900 Stück. Ah, oh, ganz gut geschätzt. Gut, 14 E-Mails. Mühsam, mühsam. Was haben wir da alles? Sören Nielsen akzeptiert das Angebot ausgezeichnet. Junge LV. Die Job ebenso. Gut, und im nächsten Part werden wir dann die letzten, wahrscheinlich die letzten 3 Spiele runterbringen, also die Saison beenden können, Part Nummer 34 dann. Also bitte wieder einschalten, würde mich freuen und bis bald, Leute. Ciao!